Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in der Pixel Remaster Edition. Ja, und wir sind hier immer noch auf dieser Welt und ja, wir werden jetzt nochmal kurz, ich schau mal, wo haben wir denn noch Items, die uns noch fehlen, ja, weil wir müssen ja natürlich alle Items mitnehmen. Oh, Dorf der Alten, da gibt es noch ein Item, das sollte ich mir vielleicht auch noch holen. Warum habe ich das noch nicht? Das ist seltsam. Aber da gibt es auch noch zwei Items in Schloss Argus. Da werden wir jetzt hingehen, weil die haben wir auch alle gerettet. In der Zwergenschlotte gibt es auch noch ein Item. Okay, vielleicht muss ich die alle noch holen. Ja, so, schauen wir mal. So, Angriff. Also Auto-Battle-Angriff und so. Auto-Battle. Ja, Auto-Battle muss man mitsingen und so. So, sehr schön. Okay, gut. Und wir gehen rein in Schloss Argus und sprechen wir mal da drüber. So. Oder war das Schloss Argus? Ich glaube schon. Ja, und auch hier die Victory Music. Und endlich sind ja auch Menschen da. Hab Dank für die Rettung von König Argus, Krieger des Lichts. Ich muss das Gleiche sagen. Also, hab Dank für die Rettung von König Argus, Krieger des Lichts. Ja, steht ja also in meinem Vertrag. So, gut. Ich gehe zuerst mal hier den Weg drumherum, weil das sind vielleicht auch Menschen, die mit uns sprechen wollen. Sind hier Menschen, die mit uns sprechen wollen? Zum Beispiel hier drin? Nö. Man erinnert sich die super geheimen Geheimgänge, wo ich einfach einen Schlüssel brauchte. Brauchte damals. Oh, da ist er wirklich, ja. Ich erforsche die Herstellung des Elixiers, einer wahrlich geheimnisvollen Tinktur. Zweimal ist es mir durch puren Zufall gelungen, den Wundertrank zu brauen. Die Flaschen sollten euch gehören. Oh, zwei Elixiere halten. War's das jetzt? Nö, ach stimmt, ich bekomme noch ein Item. Das ist schön. Danke. Ist ja zweimal durch Zufall hat sie ein Elixier gebraut. Das ist auch interessant. Ja, warum nicht, ne? Gut, dann einmal darüber. Und hoch da. Ah, die Rittertafelrunde ist komplett. Ihr habt uns den Frieden zurückgebracht. Krieger des Lichts, lasst mich euch von Herzen danken. Dies ist das Rad der Zeit. Ein Schatz, der sich seit Generationen im Besitz dieses Königreichs befindet. Es stammt aus der Zeit des Volks der Alten. Bringt es einem Mann in Kanaan, der sich Sid nennt. Oh, ihr kennt ihn bereits. Umso besser. Dann brecht gleich auf, Krieger des Lichts. Ich wünsche euch alles Gute. Okay. Jetzt haben wir das Rad der Zeit gefunden, das wir Sid bringen sollen. Gott sei Dank, wir wissen, wo wir hin müssen. Unser Kontinent befindet sich hoch oben in der Luft. Er ist ein schwebender Kontinent. Das Rad der Zeit. Manche sagen, es würde niemals aufhören, sich zu drehen. Und Ritter sind tugendhafte Kämpfer. Selbstlos schützen sie jene Gefährten, der am meisten geschwächt ist. Von den vier Feuern ist das rechte ein Schalter, der eine geheime Tür öffnet. Das wusste ich schon, danke. Diebe verstehen sich meisterlich auf das Öffnen von Schlössern. Es gibt keine Tür oder Truhe, die vor ihnen sicher sind. Okay. So, und da haben wir da noch irgendeinen Geheimgang? Geheimgang, also irgendeinen geheimen Typen näher. Ah, aber stimmt, draußen am Balkon sind noch welche, ne? Mit dem müssen wir auch noch reden. Ja, also der hat immer noch gemurmelt, weil der hat keinen Bock mehr. Ja, immer hier an der Quelle der kampfunfähigen Gefährten zu sein. Weil er mag kampfunfähig, also generell unfähige Leute mag er nicht und kampfunfähige schon gar nicht. Ja, deshalb ist er voll genervt von seinem Job hier an der Quelle. Ja, und die sind voll arm, diese Statistenritter, sage ich mal, die einfach dauernd denselben Text sagen müssen, die vertraglich verpflichtet sind dazu, immer denselben Text zu sagen. Vielleicht gehe jetzt ganz kurz noch in dieses eine Dorf da links, weil da haben wir ein Item vergessen, zumindest laut Itemliste, ja, das möchte ich natürlich, das geht nicht, ne, einfach dann Item zu vergessen. So. Dann schauen wir da nochmal. Da soll es irgendwo ein Item geben. Da nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwo hier versteckt. Da vielleicht? Nö, auch nicht. Oder ich bekomme es erst später. Das kann natürlich auch sein. Das ist immer das. Das ist das Fiese, wenn man hier die Anzahl der Kisten einfach hat auf der Karte. Ja, man weiß ja nicht, ob man sie jetzt bekommt oder später. Ja, wenn ihr den ganzen Kontinent auf den Rücken eines Chocobos umrundet, dann gebe ich euch einen Preis. Na, was sagt ihr dazu? Den hast du mir schon gegeben, Kindchen. Nee, hat er mir nicht. Hä? Bin ich da gest... Moment.
Der hat mir diesen... Bin ich jetzt doof? Den Preis hat er mir ja wohl... Moment. Das muss ich jetzt nochmal machen. Aber den Preis hat er mir doch wohl... Hä? Vor allem... Ich bin verwirrt. Habe ich den Preis? Den habe ich doch wohl... Oder habe ich da irgendwann mal... Bin ich da dann gestorben? Okay, jetzt bin ich echt verwirrt. Ich umrunde einfach mal den ganzen Kontinent. Vielleicht bekomme ich nochmal einen Preis. Okay, jetzt bin ich... Echt dezent verwirrt. Ich habe doch diesen Preis schon bekommen. Bin ich da irgendwann mal gestorben und habe den falschen Spielstand geladen oder so? Das ist mir jetzt echt... Gute Frage. Richtig blöd ist, wenn man versehentlich hier vom Chocobo absteigt und dann den ganzen Weg zu Fuß zurücklaufen muss, inklusive 10.000 episch böser Kämpfe. Da ist ein bisschen Wald und so. Ja, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Okay. Gut, ich meine... Wenn ich den Preis nochmal bekomme, ist okay. Kein Problem damit dann, ne? So. Und absteigen. So. Ich möchte bitte den Preis, Junge. Junge. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Hier ist euer Preis. Wichtelbrot. Das habe ich doch Nee, das ist aber nicht das Item. Das ist aber nicht das Item. Okay. Jetzt dachte ich mir schon, das ist aber nicht das Item. Wir sind Nachkommen des alten Volkes, einer hochentwickelten Zivilisation. Ja, das weiß ich schon, danke. Und ich weiß, da steht Volk der Alten, aber für mich ist das alte Volk. Ich bin Final Fantasy 7 Spieler, es tut mir leid, Leute. So, da ist nix, weil diese Läden sind immer gleich. Dann kommen wir kaufen ein paar Potions. So, ein Antidot, damit wir immer 10 von diesen Status zurückverändernden Items mithaben. So, ein Brunnen. Vielleicht ist hier beim Baum was. Oh, blip. Ernsthaft? Warum ist jetzt echt hier beim Baum was? Gut, haben wir das auch geschafft. Okay, gut. Thema erledigt. So, habe ich jetzt noch Städte, Dörfer und Dinge, wo ich Sachen vergessen habe? Ich weiß nicht. Ich nehme auf jeden Fall das Chocobo mit. So. Und Tschüssinger. Also, Tschüssinger, danke. So, wir müssen speichern auf jeden Fall mal. Und wir müssen zurück zu Sid in Kanan. Ja, wir wissen's. Zurück nach Kanan. Zu Sid, weil vielleicht hat er ein Luftschiff jetzt schon für uns. Er hat uns ja versprochen, eins zu bauen. Wir haben jetzt auch das Rad des Schicksals, oder wie es heißt. Nee, das Rad der Zeit. Oh nein, ist eine... Nee, das ist ja was anderes, ne? Was? Dash hat sich im Ofen Turm des Ohren geworfen? Der lebt sicher noch. Oh, Dash, hoffentlich ist dir nichts passiert. Nö, dem ist sicher nichts passiert. Der hat das locker überlebt. Der Dash, ne? bin ich jetzt doof? Bin ich in der richtigen Stadt? Wo ist denn... Ach, da ist sein Haus, ne? So, da. Wenn wir doch bloß das Rad der Zeit hätten. Guck mal. Das Rad der Zeit. Dann kann ich euch ein neues Luftschiff bauen. Wartet hier, ich werde die Enterprise in das feinste Luftschiff verwandeln, das ihr je gesehen habt. Bin gleich wieder da. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Gut, der klopft ein bisschen rum draußen. Okay. So, mein Werk ist vollendet. Mit der Bestätigen-Taste könnt ihr die Enterprise auf offener See jetzt jederzeit in die Lüfte steigen lassen. Allerdings lässt sie sich nur auf dem Wasser wieder landen. Entschuldigt das bitte. Hab wohl einen schlechten Tag erwischt. Was? Sid hat die Enterprise so modifiziert, dass sie jetzt auch als Luftschiff fungiert. Achso, die Enterprise ist ja... Ja, die Enterprise ist ja mein Schiff. Er hat gesagt, er macht ein neues Luftschiff. Alter Sid, was ist mit dir? So. Jetzt bin ich aber gespannt. Wow, das hast du ja richtig gut hinbekommen. Aber es kann halt echt nicht an Land landen. Das ist ja doof. Aber hier, guck mal. Hui.
Also da auch nicht, weil das ein Fluss ist und kein Meer. Okay. Naja, immerhin. Das bedeutet aber, ich komme jetzt damit irgendwo hin, wo ich vorher noch nicht war. So, da? Nö. Oh nein. Kann ich? Huch. Oh. Das wollte ich gar nicht. Habt ihr da was gesehen? Was wir noch nicht sehen hätten sollen. Denn die kleine Insel ist nicht die einzige Insel. Schwebende Kontinent. Oder mussten wir da schon raus? Ich weiß gar nicht. Moment. Ja. Denn das war eigentlich ziemlich cool. Aber wir können hier eh, glaube ich, sonst nirgends hin, oder? Wir müssen ja sowieso da raus. Ja, genau, wir müssen da eh raus, weil wir kommen da eh nirgendwo hin. Sonst. Okay, dann war es doch nicht so schlimm. Und das war für mich damals, als ich das Spiel gespielt habe, das war für mich der Indikator, okay, dieses Spiel ist richtig geil. Wenn man einfach hier noch eine riesengroße Weltkarte hat, mit viel Meer und sonst nichts. Und man konnte nur hier so rumfliegen, ja, weil man hatte damals in der NES-Version keine Karte. Und auf einmal war da so... War da so ein Stückchen Land, wo nichts ist. Ich speichere trotzdem mal ab. Ne? Man könnte natürlich jetzt auch mit dem Boot fahren. Weil da ist auf jeden Fall... Da ist was. Und tolle Musik übrigens auch. Ein Tempel. Wassertempel Erdgeschoss. Ist das jetzt gut, wenn wir hier sind? Wir haben auf jeden Fall hier... Na, guck mal. Keine Schatztruhen. Okay, ich bin... Das ist langweilig. So. Ah. Heildinger. Flip, 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 flip. Okay, brauchen wir nicht. Warum? Manchmal bleibt der einfach stehen. So. Wassertempel, erster Stock. Oh, eine Stimme hallt durch die Hallen des Tempels. Einzig Aria, der Priesterin dieses Tempels, ist es erlaubt, den Splitter des Wasserkristalls zu berühren. Aria? Wer ist Aria? Okay, gut, dann berühren wir ihn nicht. Ist ja kein Thema, ne? So, aber da hinten ist noch eine Höhle. Gezeitenhöhle, erstes Untergeschoss. Also hier haben wir auf jeden Fall Kämpfe und jetzt stellt sich raus, sind wir hier richtig oder ist hier eher schlecht? Ja, gut, geht. Machen wir ein bisschen Beschuss. Ich dachte, wir kommen da viel später erst runter, ja. Und jetzt sieht man einfach, dass man vorher diese kleine Welt, dass das alles nur Vorgeplänkel war und jetzt kommt man in die riesengroße Welt raus. Ungefähr so wie bei Final Fantasy VII damals, als man dachte, okay, Midgar ist jetzt nicht so, sieht jetzt nicht so groß aus. Und dann auf einmal kommt man auf die Weltkarte. Oh, die Tür ist versiegelt. Das ist nicht schön. Okay, gut, dann kann ich hier auch nicht weiter. Oh, Spock ist fast tot. Das ist natürlich nicht gut. Sollte ich ihn vielleicht nach dem Kampf heilen, theoretisch. Ich hoffe, er überlebt das jetzt noch. Ja, greifen andere Leute an. Ist okay so. Spock, gut, gut gemacht. Hast du gut überlebt. So, okay. Spock, unser Bogenschütze, ne? Sagen wir einfach mal, er ist so wie ein Elb, ne? Warum mache ich eigentlich Vita? Vita muss ich aufspannen. Dafür habe ich Potions, ja. Für sinnlose Heilung habe ich Potions. So. Ja, und das war halt damals für mich die Erleuchtung, als ich da dann von der Insel runterkam und mir dachte, wow, noch eine ganz riesige Welt. Zuerst dachte ich mir, es ist irgendwie ein Fehler, dass man da runterfliegen kann, weil da nur Meer war und ich nicht wusste, wo ich hin musste. Neben, wie gesagt, ohne Karte ist das ein bisschen schwierig, dass man da diese Inseln findet. Also musste man wirklich rumfliegen oder rumfahren mit dem Schiff. Und hoffen, dass man eben das findet dann irgendwo, ja. So, gut, dann haben wir da oben noch ein kleines Inselchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann irgendwann mal gefunden... Ja, muss ich ja fast, weil ich glaube, das ist nämlich... Oder ist das jetzt? Oh, da ist... Guck mal. So. Oder vielleicht müssen wir eh noch gar nicht sein. Da ist...
Ein altes Schiff. Schiffswrack. Haben wir da? Haben wir da? Ja, zwei Schatztruhen. Das Schiffswrack. Erstes Untergeschoss. Zweites Untergeschoss. Und da ist jemand. Wer bist du? Das große Beben war kaum verklungen. Da ward die Welt von den Fluten überrannt. Zum Glück befand ich mich gerade auf einem Schiff. Blutschwert und Zeus Zorn erhalten. Blutschwert klingt gut für Cloud. Ja, sehr schön. So, und wer ist sie? Ja. Brauchst du eine Potion? Ah, cool. Funktionierte sogar. Wo bin ich? Und wer seid ihr, dieses Licht in euch? Kann es sein? Ihr seid kristallerwählte Krieger. Die Kristalle haben also ihre Wahl getroffen. Dann ist doch noch nicht alles verloren. Ich bin Aria, die Priesterin des Wassertempels. Ah, sehr gut, wir brauchen hier den Wassersplitter. Was ist passiert? Hört gut zu, Krieger des Lichts. Die Kraft der Erde rief ein schreckliches Beben hervor. Der Boden riss auf und verschluckte den Wasserkristall. All jene, die unter seinem Schutz standen, sind zu Stein erstarrt. Und die Lande wurden überflutet. Ich bitte euch, bringt mich zum Wassertempel. Dort befindet sich noch ein Fragment des Wasserkristalls. Wird es mit dem Kristall vereint, dann lässt sich der Flut vielleicht aufheben. Das heißt eigentlich die Flut. Aber ich hab's mal der Flut gesagt, damit's epischer klingt. Seid ihr dazu nicht zu schwach? Sorgt euch nicht um mich. Das Schicksal der Welt wiegt schwerer. Bitte, erhört mich. Bringt mich zum Wassertempel. Wie ihr wünscht. Vielen Dank. Aria hat sich der Gruppe angeschlossen. Was für eine Freude. Wir haben Aria in der Gruppe und sie verfolgt uns. Bringt mich bitte zum Wassertempel. Dort wird ein Splitter des Wasserkristalls verwahrt. Ich weiß, danke. War mal schon. Ich durfte ihn nur nicht berühren. Ja. So. Das sieht aber echt nett aus hier. Das ist Schiffswrack. Da ist alles kaputt. Achso. In der Gezeitenhülle gibt es eine versiegelte Tür. Mit dem Kristallsplitter kann man sie öffnen. Also verriegelt, nicht versiegelt. Doch, versiegelt. Ja, was weiß ich. Gut, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist das Wichtige. So, und einmal wieder nach oben. Was ist im Moment dieser kleine Knubbel da oben? Den schauen wir uns jetzt auch noch an. Das ist wahrscheinlich nur... Oh, was ist denn das? Ein Kristallturm. Das ist ja lustig. Einfach so ein kleines Knubbel, das aus der Welt raussteht. Ja, schön. Da, 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 da. Die Welt ist unter Wasser. So. Bitte, nimm den Kristall. So ein Glück. Diesen Splitter wohnt noch immer Licht in mir. Aria hebt den Kristallsplitter sehr behutsam auf. Kommt, wir müssen den Splitter zur Höhle nördlich von hier bringen. Ist okay, Aria. Haben wir... Ja, wir sollten uns vielleicht ganz schnell mal kurz heilen. Müsste die... War das die obere oder die untere? Ich weiß gar nicht. Okay, die obere. Passt. Aber was witzig ist, da stand doch im Wassertempel ja null Items, obwohl da dieser Kristallsplitter war. Ich meine, will mich das Spiel jetzt anlügen oder was? So, dann rein in diese Gezeitenhöhle. Gut, ja, natürlich die üblichen Angriffe. Boah, die sind schon ein bisschen stark, sind die schon. Vielleicht muss ich Jean-Luc in die hintere Reihe geben. Oh, die ganzen Beschussattacken auf den Frosch, das ist okay. So. Gut. Diese Tür wurde versiegelt, damit kein Außensteher das innere Heiligtum betreten kann. Nur wir Priesterinnen vermögen sie zu öffnen. Aria kniet nieder und spricht ein Gebet. Das Siegel der Tür löst sich auf. Gehen wir. Ist okay. Oh, ein interessanter Gang. Was sagt sie noch? Es steckt nicht mehr viel Licht in dem Splitter, aber es sollte genug sein, um den Kristall mit neuer Kraft zu erfüllen, damit er die Welt aus den Tiefen der Flut emporheben kann.
Ah, jetzt sind wir da drüben. Da hätten wir vorher auch rüber springen können oder so, oder? Ja. Was? Hat er jetzt gerade 460 Schaden gemacht? Schalok. Also, dass du das nicht überlebst, das ist schon irgendwie... Weiß ich nicht. So, Phoenix-Feder hier mal so ein bisschen von da sind. Ich hoffe, die Reihung ist passend. Wahrscheinlich ja nicht. Ah doch, passt, okay. So, ich hoffe, Jean-Luc wird nicht angegriffen, weil der überlebt das nicht, weil er so schlecht ist. So, jetzt ist Bock auch fast gut. Naja, gut, aber die sind auch gut. Ja, habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel durchaus ein bisschen fordernd ist als die Vorgänger? Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Und ob wir das Ganze schaffen und hier erfolgreich über diese kleine Brücke rübergehen können, ohne dass sie einbricht, das sieht jetzt nicht so stabil aus, ja? Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.